auch Sorge, begründete Sorge, ich verstehe diese Sorge, dass die Interessen Österreichs und Ihre Interessen nicht wirklich gut in diesem Turm zu Babel in Brüssel vertreten werden. Da zählen etwa Dinge dazu, die sich ein paar Leute von der Europäischen Zentralbank ausdenken. Da zählen Dinge dazu, die sich ein paar Gouverneure im Rahmen des Europäischen Stabilitätsmechanismus ausdenken. Und da zählen eben auch ein paar Dinge dazu, die sich ein paar Verhandler im Rahmen dieser TTIP-Verhandlungen ausdenken. Das hat kostet jedes Mal unvorstellbar viel Geld, Milliarden und Tausende von Arbeitsplätzen. Aber ich komme jetzt zu TTIP. Was ist dieses TTIP eigentlich? Transatlantisches, und das sagt der Titel schon, Handels- und Investitionspartnerschaft. Es ist ja immer wieder so getan worden, als ob diese Investitionsschutzbestimmungen nur ein unbedeutender Nebenteil auf Seite 57 dieses Abkommens wären. Nein, das sind zwei wesentliche Komponenten, eben der Abbau von sogenannten Handelsbeschränkungen, wobei ich da durchaus bei Kollegen Chubb bin. Da muss man sehr kritisch beurteilen, inwieweit es nicht darum geht, Standards, die wir hier in Europa haben, abzubauen. Und es geht um diese Investitionsschutzklausel, also gleichberechtigt. Sonst würde das Abkommen ja nicht TTIP heißen, sondern TT ohne I. I steht ja für diese Investitionsschutzklauseln. Wir fordern hier von SPÖ und ÖVP endlich einmal klare Standpunkte, und zwar zu beiden Bereichen. Zum einen zu den Handelsbeschränkungen und zum anderen auch zu den Investitionsschutzklauseln. Es reicht uns nicht, unreflektierte Jubelmeldungen von sich zu geben, dass wieder so und so viel 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Das glaubt Ihnen sowieso keiner mehr. Kollege Hübner. Ist bereits eingegangen auf NAFTA, genau das Gegenteil ist eingetreten. Da sind zig Hunderttausende Existenzen vernichtet worden und Arbeitsplätze vernichtet worden. Unsere freiheitlichen Standpunkte sind hier ganz klar, was die Verhandlungen betrifft. Wir wollen keine Privatisierung des öffentlichen Beschaffungswesens. Wir wollen keine Aushöhlung des Schutzes sozialer und ökologischer Aspekte bei der Auftragsvergabe. Wir wollen das Best-Britter-Prinzip. Wir wollen keinen Abbau von Arbeitnehmerrechten und Arbeitsstandards. Nur so nebenbei, die Vereinigten Staaten haben die ILO, also die International Labour Organization Standards, nicht unterschrieben. Also was erwartet man sich von so einem Abkommen? Das wird doch wohl kaum zu einer Steigerung dieser Standards beitragen. Wir wollen keine Verschlechterung für bestehende und zukünftige Klima- und Umweltstandards. Nur so nebenbei, die Amerikaner haben das Kyoto-Protokoll nicht unterschrieben. Also was erwartet man sich für eine Entwicklung? Wir wollen natürlich auch keine Aufweichung der Lebensmittelsicherheit, Stichwort gentechnisch veränderte Lebensmittel und Saatgut und ähnliches, Hormonfleisch, Chlorhorn, das ist ja alles bekannt. Wir fordern die Vertreter der Bundesregierung auf, dies auch endlich einmal in einer Deutlichkeit in Brüssel zu deponieren. Nichts davon ist bisher geschehen. Was ist offiziell in Brüssel deponiert? Offiziell ist deponiert ein unbeschränktes Mandat, ohne jede Einschränkungen, natürlich inklusive Investitionsschutzklauseln. Das ist Fakt. Alles andere ist Kronenzeitung-Marketing, geschätzter Herr Bundeskanzler. Dieses Mandat wurde auch mehrfach bekräftigt, zuletzt vor Weihnachten. Der zweite Hauptbereich, auch hier haben wir einen klaren Standpunkt. Wir fordern ein sofortiges Aus für diese Investitionsschutzbestimmungen und Sonderklagsrechte der Konzerne und die privaten Schiedsgerichte. Also kein Herumeiern, wie es jetzt frozen, also es wird eingefroren, man wartet ab, bis sich die Aufregung legt und bringt das dann wieder durch das Hintertürtel. Ein sofortiges Aus und ein diesbezügliches klares Nein unserer Bundesregierung in Brüssel. Ich möchte schließen mit dem Interview von der Kommissarin Malmström, das im Standard heute gegeben wurde. Der Standard fragt, der österreichische Kanzler Werner Faymann scheint sehr TTIP-kritisch zu sein. Haben Sie Kontakte? Frau Malmström sagt, ich kann nur sagen, dass uns ein Mandat erteilt wurde, TTIP zu vereinbaren, auch von Österreich. Bei 3 oder 4 Gelegenheiten hat der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, seine Unterstützung an uns einstimmig erneuert. Zuletzt hieß es in den Schlussfolgerungen des EU-Gipfels im Dezember 2014 offiziell, dass die EU-Kommission TTIP schnellstmöglich fertig verhandeln solle. Fühlen Sie sich von der österreichischen Regierung in Wien noch unterstützt, ist die Frage. Letzter Satz. Spannender Satz. Die österreichische Regierung stand hinter diesen Schlussfolgerungen, zumindest in Brüssel.